Waren sie? Gut. Ist sie hier? Gefunkel. Konnte mich nicht entscheiden. Ich hab mich entschieden. So, warte. Wie komme ich da jetzt? Wie macht man das hier? Nee! Luna! Danke. Weiß ich nicht. Für dich benutzen. Eventuell. Für andere. Für... Ah. Funkel, Funkel. Ja, siehst du? Also brauchst du es doch irgendwann. Wobei der auch immer noch toll ist. Ich liebe ihn. Aber... Ah, der ist geil. Aber wo ist denn... Oh Gott, wo war denn der? Okay, der hier ist tatsächlich besser. Also muss ich das dann wieder in meinem Gästezimmer da projizieren? Das soll ich hinkriegen. Das hier auf den... Okay, warte. Oh Gott. Warte. Dafür brauche ich dann diesen... Ja. Ich habe nur die anderen Dinger da. Ja, ich habe meine 5 Minuten. Ich weiß. Danke. 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 Das geht jetzt 3 Stunden so weiter. Danke. Danke. Yes, toll. Danke. Dazu mein Drachi auf der Schulter, was will man mehr? So. Kleiner Daria ist wieder glücklich. Das zwei Drachen jetzt. Was? Achso. Wenn die Joko mitgeht, stimmt. Stimmt. Gott, der Bogen ist mega geil. Oh, die speit Feuer. Also, blaue Flammen. Ich habe ja noch irgend... Achso, das ist jetzt totgesagte Leben länger. Glaube ich, sollte mal die anderen Quests auch machen, ha? Huh? Du hast Spaß. Ja! Den habe ich.
muss unbedingt die anderen Sachen machen. Will noch nicht. Ahnung, was da auf mich zukommt. Das sehe ich in Delis, muss ich mir. Mich aber verschieben. Mein Kopf will nicht mehr mitmachen. Alles gut. Alles gut. Sind ja nur noch. Ich glaube, in den Raid traue ich mich tatsächlich nicht. Mal gucken. Wenn ich von den Kristallturm-Raids in den zweiten komme, ist alles gut. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Mit 1 und 3 komme ich nicht klar. Ach, oder mal jetzt mal Story. Warte, wie spät ist es? 0.33 Uhr. Muss man auf den Hund aufpassen. Gut, wir machen erstmal kurz Hauptstory weiter. Dann mache ich zum Schluss noch die Stufensteigerung. Den Rest kann ich auch nachher machen. Oder Zurücksetzung gehe ich ja eh nochmal online. Teilchen. Ja. Oh, nee. Oh, ja. Dann aber da hinein. Hauptquest ist wichtiger. Wie weit bin ich eigentlich ungefähr in der Story? Also ich will nicht wissen, wie weit es noch bis zum Ende ist, sondern ungefähr. Ne? Noch sehr am Anfang, Mitte oder Ende. Meine Verspätung. Also Ende nicht, Anfang oder Mitte. Yugi. Die Haare. Ich mag die Haare. Die Haare sind toll. Wie ich sehe, ist der Kampfgeist in deine Augen zurückgekehrt. Du hast mich in einer dunklen Stunde getroffen. Doch meine Verzweiflung war nur von kurzer Dauer. Mein Kurz? Mut ist zurückgekehrt. Dank der treuen Freunde an meiner Seite. Darf ich dich korrigieren? Kurz? Seit eurer Flucht aus Uldar haben wir die Kristallstreiter auf Schritt und Tritt beschattet. In der Hoffnung, dass sie uns zu euren vermissten Kameraden führen. Leider haben wir keine Spur von Minfilia und den anderen. Es tut mir leid. Ich danke euch für eure Bemühungen. Zuerst Mach wollen wir uns Luna. Um Raubern kümmern. Vielleicht bis später, ansonsten. Sein Leben ist in Gefahr. Morgen. Hosan, wir drei befreien den Phönix-General. Lock du die Wachen vom Eingang weg. Nimm Dovare und Tigiri. Luna, danke für 10 Bits. Vielen, vielen Dank. Wow. So, da geht's ab. Kommt. Yippee-yay. Lass mich hinein. Hinein. Oh, warum kommt mir das hier so ekelhaft bekannt vor? Oh, ich war doch gerade erst hier drin. Das Spiel hasst mich. Das Spiel muss mich echt abgöttisch schaffen. Ja, danke. Welches ist das ungefähr? Erst.
Ja, kein Wunder, dass das noch Ewigkeiten dauert. Muss mir angreifen. Der Typ ist schon tot. Oh, der Bogen ist so cool. Ist da noch jemand? Wir waren hier gerade erst. Er wird durch ein Kraftfeld festgehalten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir es mit Gewalt durchbrechen. Die Kristallstreiter müssen einen Kernschlüssel besitzen, um das Feld zu deaktivieren. Los, wir müssen uns aufteilen, nach dem Schlüssel suchen. Das wird wohl nicht nötig sein. Ich hege keinen persönlichen Groll gegen euch. Ich erledige bloß meine Arbeit. Und diese Arbeit, mag sie auch dreckig sein, muss erledigt werden. Um unseres Überlebens willen. Das versteht ihr doch sicher. Keine Angst, es wird nicht wehtun. Die Giftwolke der Alchemistengilde wird euch sanft in Talsreich hinübergleiten lassen. Ja, Bogen. Böses Eisengitter. Saure Marmelade. Wie kann man einen Gegner saure Marmelade nennen, ey? Quelle finden, Quelle zerstören, Quelle finden, Quelle zerstören, Quelle finden, Quelle zerstören. Oh. Sind wir hier richtig, sind wir hier falsch, sind wir hier richtig, sind wir hier falsch, sind wir hier richtig? Ich weiß es doch nicht. Nee. Gott, warum bin ich heute eigentlich so blind? Der kommt noch nicht durch. Okay, dann ist es irgendwo da ganz hinten.
Pass auf, und jetzt am Ende finde ich es doch nicht. Das Ende im Gelände da oben. Aha. Gefunden. Das kann wieder dauern. Nehm ich an. Giftgas verzieht sich. Das heißt in diese Richtung. Die Tür war ja vorher zu. Bächen. Du, das Alphinom mich auch ja richtig hält. Kernschüsse haben wir auch. So, perfekt. Raubahn wird sich freuen. Ich glaube, ich würde auch direkt ausmachen, wenn Raubahn irgendwas passieren würde. Also nochmal passieren würde. Yugi und Raubahn. Wie geht's, wie steht's? Alles gut?
Danke, du hast mir das Leben gerettet. Langsam, General Raubmann. Erstmal tief Luft holen. Lass uns verschwinden. Die Kriegerin des Lichts macht ihren Namen alle Ehre. Ich sehe, ich muss zu anderen Mitteln greifen. Oh nein. Was willst du denn? Willst du auf die Fräse? Über, du elender Verräter. Was sich mir in den Weg stellt, muss beseitigt werden. Du hast mir keine andere Wahl. Na los, wer will als erstes drankommen? Bunt der Morgenröte, dass ich nicht lache. Euch schwächliches Licht wird bald ganz schwächliches Licht wird bald ganz erlöschen. Los, dann. Nein, das glaube ich nicht. Alles, aber nicht so. Jetzt geht's dem. Das wird dann in den Kragen. Okay, warte mal. Ich muss wohl erst mit Daumen gerne erstmal den Ruin hier hinten erwischen. Das würde unser Leben beträchtlich vereinfachen. Ja. Mit meinem Staub. Über. Und ich mochte ihn anfangs, ey. Ich fühle mich immer besser in meine Badenrolle, glaube ich. Ihr hier? Was wollt ihr jetzt noch ändern? Dich umbringen? Das Spiel ist aus, Ilbert. Leg deine Waffe nieder und ergib dich. Nicht bevor ich eure Hälse in einen Galgenstrick gesteckt habe, ihr Giftmischer und Mörder. Mörder, sagst du? Doch hat es überhaupt einen Mord gegeben? Du verfluchter kleiner Klugschwätzer. Ja. Und du? Merkst du eigentlich gar nicht, wie dich jeder ausnutzt? Der Bund, die Stadtstaaten, sogar die Kristallstreiter. Sie alle spannen dich nur für ihre Zwecke ein. Ich weiß. Du bist eine Figur in einem großen Spiel. Genau wie ich. Alamigo wollte ich befreien. Doch was habe ich erreicht? Nichts. Wenn wir nicht frei sind in Gedanken und Taten, wie sollen wir dann unsere Heimat zurückgewinnen? Und glaub mir, ich würde alles tun, um Alamigo zu befreien. Ja. Du entkommst uns nicht! Doch, ich glaube schon. Nein, Alfino. Jetzt ist nicht die Zeit.
Jahre bin ich. Und ein Krüppel obendrein. Und doch seid ihr gekommen, um mich zu retten. Wenn es hier einen Narren zu beklagen gibt, dann mich. Aber selbst Narren haben ihre Rolle im Spiel des Schicksals zu erfüllen. Ach ja, auf die Beine, Gladiator. Der Kampf ist doch nicht vorbei. Danke. Ich wollte ohnehin nicht ruhen, bis die Sultana gerecht ist. Und deine Worte geben meinem Herzen die dazu nötige Kraft. Gilbert, ich werde dich finden. Und dann wirst du büßen, selbst wenn es mich meinen zweiten Arm kosten sollte. General, man hat den Tod der Sultana noch nicht publik gemacht. Findet ihr das nicht seltsam? Was? Ich war mir sicher, dass Doloritu ihren Tod sofort in alle Welt hinausposaunen würde. Es ist bisher nur Spekulation, aber es könnte ja auch sein, dass... Dass sie noch lebt? Ich störe nur ungern, aber es ist hier nicht sicher. Lasst uns verschwinden. Ach ja. So, Teilchen. Dova, wie du siehst, hat unser Rettungsplan funktioniert. Und jetzt sag schnell, wie die Lage draußen aussieht. Um die Wache schiebenden Kristallstadt habe ich Higiri und Rosa an uns gekümmert. Die dürfen uns kein Problem mehr bereiten. Danach sind allerdings keine Blauröcke mehr aufgetaucht. Vielleicht haben sie einen anderen Weg nach draußen benutzt. Und Ilbert und den anderen führt jedenfalls ihre Spuren. Durchsucht aber zur Sicherheit nochmals die Umgebung. Zu Befehl! Wenn meine lichtgeblendeten Augen mich nicht täuschen, stehen vor mir die glorreichen Krieger des Bundes der Morgenröte, die Herrschaften aus Doma. Und bei dem stattlichen Herrn handelt es sich dann wohl um General Rauban. Ja. Ich bitte euch, steckt die Schwerter wieder ein. Ich bin bloß ein harmloser Bote und mein Herren für euch nichts Böses. Sir General Rauban zum Sonnenwind in Sicherheit bringen. Orion G. ist über die Angelegenheiten informiert. Ihr könnt mir vertrauen, dass es sich um keine Falle handelt. Herr General, bitte folgt mir. Die Kutsche würde euch vor neugierigen Blicken schützen. Der Männer geht's doch schief. Und einmal zum Sonnenwind. Achso, warte mal. Für den Sonnenwind habe ich doch die Dinger hier noch. So. Sehr schön. Bin lange nicht mehr hier gewesen. Wirklich lange. Dann finde ich jetzt mal auch noch die Elektronik kaputt. Hey, ich mache hier gar nichts kaputt. Freunde, wie bin ich froh, euch wohl aufzusehen. Vater! Pippin, mein Sohn! Und Papa schon, du auch. Papa schon? Vater, vergib mir.
Ich hätte da sein sollen, um die Sultana zu retten. Was? Spar dir deine Tränen. Die Sultana lebt. Was? Du? Ja, ich war es, die dieses Treffen arrangierte. What? Wer? Was? Ich hatte noch nicht mit allen das Vergnügen. Ich bin Dulala, Hohepriesterin des Ordens von Naltal und Mitglied des Scorpio-Kreises. Hi. Ist es wahr? Lebt die Sultana? Sie ist tot vom Stuhl gefallen. Soweit ich weiß, warst du bei der Sultana, als sie aus dem vergifteten Kelch trank und zusammenbrach. Aber ihren Herzschlag hast du nicht überprüft. Ja, das ist das nicht richtig? Dich? Also vor... ich kann es nur wieder sagen. Vorhin liefen sie. Ich habe heute sogar vor... Also, um zu gucken, was aber daran liegt, sogar alles aktualisiert. Gesagt, so eigentlich? Erklär dich schon. Warte mal. Ich höre mich jetzt selber. Nein, das war falsch. Nee, bei mir geht's. Oder? Doch. Funktioniert noch. Dann kam, ging das schon nicht. Eben auch nicht. Das aktualisiert immer noch nicht. Da kann ich aber nichts für, Tadel. Bei den anderen laufen sie auch. Ich habe extra vom Stream sogar alles aktualisiert, weil ich dachte, vielleicht liegt es daran. Nee. Daran scheint es auch nicht zu liegen. Ich hab sogar die Browser-Quelle nur eingefügt. Weil ich dachte, daran könnte es liegen. Teil des Plans. Eines Plans, um Teleji Adeleji und die Bedrohung, die von ihm ausging, auszuschalten. Ich vermute, seltsam, dass Teleji das Attentat auf die Sultana. Wie gesagt, ich kann das vor morgen gerne nochmal ausprobieren. Bekam irgendwie Wind davon und nutzte, also, dass ich die Browser-Quelle nur einfüge. Und dann nochmal aktualisieren, aber wie gesagt, mehr kann ich nicht machen. Ich kann, wenn nur, daran liegen. Das habe ich alles schon ausprobiert. Er wollte erreichen, dass du ihm Teleji aus dem Weg räumst. Tut mir leid, Dattel. Und du hast es tatsächlich getan. Mit einem Streich entledigte er sich zweier seiner Rivalen, ohne den geringsten Verdacht auf sich zu ziehen. Lolorito, du Hund. Aber wieso sollte die Sultana noch am Leben sein? Weil sie so getan hat? Sie lebt, weil es Lolorito so passt. Eine ihrer Dienerinnen gehorchte Lolorito aufs Wort und tauschte das Gift im letzten Moment aus. Hä? Gegen einen Trank, der einen Sandling lediglich in einen tiefen, todesähnlichen Schlaf versetzt. Ah. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sultana immer noch in diesem unnatürlichen Schlafzustand gehalten wird. Oh, Nanamo. Du hast umsonst deinen Arm verloren. Okay, kenn ich sonst sehr schwierig, ich kündige. Werde ich niemals verzeihen. Das ist doch gar kein Vertrag. Na gut, doch, du hast uns deine Seele verschrieben, aber ansonsten... Aber in diesem Fall hat er das Leben der Sultana gerettet. Er ist ein durchtriebener Intrigant. Doch er kennt den Wert der Stabilität. Sein Hunger nach Reichtum und Macht ist unstillbar. Nach einem Umsturz trachtet er indes aber nicht. Ich bleibe in politischen Dingen neutral, aber nicht aus Mangel an Sorge um unser Land. Es war mein Wunsch nach Frieden, der mich dazu brachte, eure Freunde mit Informationen zu versorgen und eure Rückkehr zu erwarten. Rauban, es gibt viel zu tun. Zuerst müssen wir das Volk beruhigen.
denn der Wohlstand Uldars liegt in der Gesundheit, dem Glück und den Hoffnungen seiner Bürger. Soll Lolorito doch zusammenkratzen, was Teleji Adeleji an Reichtum zurückgelassen hat. Aber ihr, General, habt eine Aufgabe, die eurer würdig ist. Rettet die Sultana und nehmt euren Platz an ihrer Seite ein. Zu ihrem Wohl und zum Wohl unseres Landes. Dazu müsste die Sultana ja erstmal wieder aufwachen. Bei Orion G trotzdem irgendwie ein zweischneidiges, also ein doppeltes Spiel treibt. Habe ich zumindest das Gefühl. Er war zumindest bei den Ashians zugegen. Hallo, Tataru? Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Die Befreiung von General Rauban ist geglückt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Die Drachen? Verstanden. Elaio und ich kehren umgehend nach Ishgard zurück. Warte am Anwenden von Forton auf uns und versichere dem Grafen, dass er auf uns zählen kann. Ein Notfall. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Drachen Ishgard erneut angreifen wollen. Ich wäre zwar gerne noch in Ulda geblieben, bis wir mehr über die Sultane herausgefunden hätten. Momentan scheinen wir hier so oder so nicht viel ausrichten zu können. Um die hiesigen Angelegenheiten können sich Pippin und Devlala kümmern. Wir kehren zurück nach Ishgard. Ja, aber erst beim nächsten Mal. Mario heute nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, wir haben heute trotzdem gut was geschafft. Zumindest die ganzen letzten Quests haben wir. Oh mal.